Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur Pilot-Episode einer neuen Serie. Wir sind am Start mit Blamieren oder Kassieren der neuen, speziellen Serie hier auf dem Kanal. Ich habe lange überlegt, was ich für eine Serie machen möchte und letztens, nach vielen Vorschlägen von euch, die mir alle nicht so wirklich zugesagt haben, wo ich einfach mich nicht selber wirklich drin wiedererkannt habe, ist mir die Idee gekommen und zwar beim Training. Das heißt, bedankt euch bei meinem Fußballtrainer, der mich zum Laufen bewegt hat, bei dem ich ganz viel nachdenken konnte und dementsprechend bin ich auf diese Idee gekommen und heute werde ich sie euch vorstellen. Wir starten direkt durch mit der ersten Episode. Ihr seht schon, der Titel ist Blamieren oder Kassieren und ihr seht auch bereits jetzt gerade den Thumbnail im Hintergrund, beziehungsweise das Thumbnail im Hintergrund und zwar mit dem SV Darmstadt 98. Ist auf jeden Fall schon mal ein Aushängeschild für diese Serie, aber worum geht es? Denn genau das möchte ich euch heute erklären und ich glaube, die Serie wird euch sehr gut gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Wäre eine großartige Unterstützung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ohne weiteres Rumgeschnacke durch mit dem ersten Punkt, beziehungsweise mit dem ersten Ding, was wir auf der To-Do-List abhaken müssen für diese Episode, und zwar den Regeln für Blamieren oder Kassieren. Es sieht folgendermaßen aus. Es ist eine Serie, in der die komplette Bundesliga gegeneinander antritt, und zwar gibt es für jedes Team eine Episode, beziehungsweise zwei Episoden, dazu kommen wir später nochmal. Es gibt 4 Spiele. Wir werden im Online-Turnier, im Online-Gold-Turnier antreten mit jeder einzelnen Mannschaft. Das Ziel ist es natürlich, diesen Pokal zu gewinnen und dabei so viele Tore bzw. so viel Cash wie möglich zu erzielen. Wie man dieses Cash erzielt, das erzähle ich euch gleich nochmal. Zunächst einmal bekommt jede Mannschaft, das ist der erste Punkt, einen Startbonus nach Marktwertposition in der Bundesliga. Diese Marktwertposition können wir uns raussuchen, wenn wir auf transfermarkt.de gehen, auf die Bundesliga, und da haben wir dann alle 18 Teams aufgelistet und zwar nach Marktwert. Auf Platz 1 steht natürlich der FC Bayern München, auf Platz 18 steht der SV Darmstadt 98, ist denke ich mal relativ klar. Je nach Platzierung gibt es einen Bonus für das jeweilige Team. Für den SV Darmstadt 98 als Beispiel gibt es als 18. 18 mal 50.000 Euro Bonus. Das heißt 900.000 Bonus. Für den FC Bayern wird es nur 50.000 Bonus geben. Für beispielsweise Hannover 96, die stehen auf 12 wird es 650.000. Ist auch vollkommen scheißegal. 600.000. Vollkommen egal. Ich denke mal, ihr versteht das System. Ihr könnt einfach auf Transfermarkt gucken, dann seht ihr, wie viel Cash jedes Team als Bonus obendrauf bekommt. Wir machen weiter und zwar mit der zweiten Regel. Die seht ihr bereits eingeblendet und zwar der größte Bonus fürs Weiterkommen. Der steigert sich im Verlauf des Turniers. Für die erste Runde gibt es einen Bonus von 1 Million Euro. Für das Erreichen der zweiten Runde, gibt es 1 Million Euro, also ein Sieg im ersten Spiel. Für einen Sieg im zweiten Spiel, das Erreichen der dritten Runde, dementsprechend gibt es 2 Millionen. Ist eigentlich mal relativ klar. Für das Erreichen der vierten Runde und damit den Sieg im dritten Spiel gibt es 3 Millionen. Auch relativ logisch. Und für den Sieg im Finale gibt es nochmal einen Bonus von 5 Millionen obendrauf. Ja, so sieht das momentan aus, meine Planung. Dazu gibt es spezifisch, je nach Erfolgen, noch spezielle Boni dazu. Ihr seht schon, Punkt 3, Cash-Bonus für Tore unterschiedlicher Arten und weiteres. Was meine ich denn damit? Und zwar haben wir da einmal die Cash-Challenges bzw. die Cash-Belohnung für Tore. Ein normales Tor gibt 50.000, das heißt Darmstadt kriegt quasi 18 Tore dazu, nochmal umsonst. 75.000 gibt es für einen Longshot. 55.000 gibt es für ein Kopfballtor und 85.000 gibt es für ein Special-Tor. Das sind Fallrückzieher, Scorpion-Kicks, Hackentore und so weiter und so fort. 25.000 Bonus gibt es für ein Spiel ohne Gegentor. Weitere 25.000 für einen Rage-Quit des Gegners. Und wenn man über 4 Tore schießt, gibt es auch nochmal 25.000 Euro obendrauf. Ja, das ist das, wie sich das Ganze zusammensetzt. Das heißt beispielsweise, Darmstadt gewinnt das erste Spiel mit 2:0. Dann bekommen sie einmal die 900.000 Startbonus, dazu die 1 Million fürs Weiterkommen, sind wir schon bei 1.900.000, und sagen wir mal, es waren 2 Longshot-Tore, dann sind es nochmal 150.000 drauf, das heißt, es sind 2.050.000 für den SV Darmstadt nach der ersten Runde. Es geht dann immer weiter nach oben. So, Besonderheit bei dieser Serie, es kann natürlich sein, dass man in der ersten Runde rausfliegt. Was passiert dann? Je Runde, die man weiterkommt, hat man das Recht, einen Spieler beliebig aus dem Team zu upgraden. Ja? Und zwar immer so, wie viele Tore man erzielt hat. Beispielsweise, man erzielt 2 Tore, wie gerade genannt. Man darf für die nächste, beziehungsweise fürs Finale ist das dann später, man darf dann einen Spieler um 2 Ratingpunkte upgraden mit einem beliebigen Spieler aus der Bundesliga.
Beispiel, wir nehmen jetzt von Darmstadt 98, Dominik Strohengel hat ein 70er-Rating, wir gewinnen 2-0, wir dürfen im Finale einen 72er-Stürmer für ihn reinnehmen. Wir dürfen aber auch jeden anderen Spieler austauschen. Ja, das geht weiter so hoch, zweites Spiel, zweiter Spieler gewinnen wir 4-0, dürfen wir 4 Ratings. Ne, aber die Spieler dürfen wir erst im Finale einsetzen. So, jetzt der Knackpunkt. Sollte man in der dritten Runde rausfliegen, ist ja scheiße. Also in Spiel 3. Man hat die ersten beiden gewonnen, das dritte Spiel verliert man. Unglücklich. Ist bitter, kann man aber nur nicht machen. Das Geld kriegt man dann nur für die Tore, ja. Man verliert 1-4, man bekommt immer nochmal 50.000, beziehungsweise je nachdem, was für ein Tor war, 50.000 dazu und hat eine Chance, eine faire Chance. Und zwar, die beiden Upgrades, die man sich bereits erzielt hat, die bleiben da. Ja, man muss allerdings, weil man zwei Spiele theoretisch noch gehabt hätte, das Finale und dieses Spiel, was man eben verloren hat, muss man auch zwei Downgrades vornehmen. Und zwar muss man Bronzespieler einsetzen. Beziehungsweise nicht Bronzespieler, sondern einfach schlechtere Spieler, die im Verein sind. Bei Bayern beispielsweise gibt es keine Bronzespieler. Dementsprechend muss man einfach schlechtere Spieler einsetzen, als die, die in der Startelf stehen. Ne? Ist, denke ich mal, ganz klar. So, aber wobei setzt man die eigentlich ein? Weil man hat ja gar keine nächste Runde mehr. Das ist wieder der Knackpunkt. Und zwar gibt es, wenn ihr das entscheidet, die Chance, das Ganze in der zweiten Episode mit dieser Mannschaft nochmal neu zu versuchen, das Turnier. Ja? Das heißt effektiv, wenn ich jetzt beispielsweise mit dem SV Darmstadt 98 in die zweite Runde komme, in der zweiten Runde rausfliege, ja, dann habe ich diesen einen Spieler, den ich upgraden darf, muss aber auch drei mit schlechteren Ratings dann reinsetzen. Ich habe in der ersten Runde beispielsweise nach dem Beispiel gerade 2 Millionen ungefähr erspielt. In der zweiten Runde habe ich 1-4 Ballon, kriege nochmal 50.000 drauf, dann habe ich 2.100.000 Euro erspielt. Reicht das, beziehungsweise wird das am Ende im Vergleich mit den anderen Teams genug sein, um nicht letzter zu sein? Wahrscheinlich nicht. Deswegen wäre es da vielleicht sinnvoll, nochmal einen neuen Versuch zu starten. Verliere ich jetzt mit Darmstadt im Finale und habe bis zu diesem Zeitpunkt schon eine ganz gehörige Menge zusammen, was weiß ich, 7, 8 Millionen. Vielleicht ist es dann besser, das nicht nochmal zu versuchen, weil natürlich verfällt der ganze Wert, komplette Wert des Teams, beziehungsweise der komplette Wert der Mannschaft, wenn ich nochmal neu beginne. Und wenn ich dann in der ersten Runde rausfliege, ist alles weg, dann hat er gar keinen Wert mehr. Das heißt, es ist ein kleines Risikospiel, ob man es neu macht oder nicht, und das entscheidet je nach Episode immer ihr. Ich werde das im Laufe der Serie immer weiter erklären. Ich denke mal, Learning by Doing ist da ganz gut. Es klingt erstmal kompliziert, es ist aber eigentlich relativ easy und ihr werdet es in der ersten Episode sehen. Das hier ist jetzt die Pilot-Episode, ich merke schon, ich laber viel zu lange und dementsprechend werde ich das als einzelnes Video hochladen, als Erklärungsvideo, ne? Damit ihr versteht, wie diese Serie aufgebaut ist. Es kommt jetzt gleich im Anschluss noch ein Video, und zwar die erste Folge, halt mit Darmstadt 98. Ich denke mal, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und ich glaube, dass wir mit dieser Serie sehr viel Spaß haben werden. Übrigens, Ziel der Serie ist es einfach zu sehen, wo steht welches Team am Ende dieser 18 bzw. etwas mehr Episoden, je nachdem, ob wir nochmal neu starten oder nicht. Übrigens gibt es die Option nicht, wenn man den Cup gewonnen hat. Wenn der Cup gewonnen wurde in der ersten Episode, dann gibt es nicht die Option, wir machen es nochmal, weil wir eventuell nochmal mehr Tore schießen können, weil das ist Schwachsinn. Ne? Also wenn man den Cup gewonnen hat, dann geht es auf keinen Fall. In allen anderen Runden entscheidet ihr, ob wir nochmal neu das Ganze machen sollen. Denkt dabei bitte an meine spielerischen Fähigkeiten, beziehungsweise an mein Verhältnis zu FIFA, ist nicht so gut, sollte man zumindest berücksichtigen. Ne? Ist ja, denke ich mal, ganz klar. So, ich denke mal, das war relativ verständlich. Ich hoffe, dass ihr es verstanden habt. Wir werden am Ende sehen, welches Team auf Platz 1 steht. Vielleicht ist es Darmstadt 98, vielleicht kommt Darmstadt am Ende mit 23 Millionen raus, Bayern nur mit irgendwie 17 Millionen und Hannover mit 1 Million. Hannover ist letzter, Darmstadt ist erster und Bayern hat irgendwo im Mittelfeld. Das ist das Interessante, das ist das Ziel dieser Serie und ich bin gespannt, wer am Ende ja erfolgreich ist. Weitere Sache ist übrigens noch, ihr sollt bitte bei jeder Episode, das werde ich aber explizit nochmal sagen, liken. Und zwar richtig den Like-Button vergewaltigen, wenn ihr das Team mögt. Dislikes sind vollkommen irrelevant. Aber je nachdem, welches Team am Ende die meisten Likes hat, ja, das Team kriegt nochmal einen Bonus drauf. Muss ich auch nochmal dazu sagen. Wie viel, weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall da nochmal ein Ranking geben. Vielleicht gebe ich da jeweils nochmal 100.000 für das Schlechteste und 1,8 Millionen für das beste Team, also was das Ergebnis von euch angeht, obendrauf. So ist der Plan, der Fahrplan. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kleine Infovideo. Wir sehen uns gleich bei der ersten Episode wieder. Ich verlinke die natürlich auch in der Videobeschreibung. Allerdings wartet ein bisschen, denn sie wird erst so in 2-3 Minuten richtig verarbeitet sein, nehme ich mal an. Von daher, macht euch keinen Unterschied über die Qualität. Die kommt noch. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch die Serie an sich von der Idee schon mal gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao noch. Haut rein.